Das Werk Braunschweig-Lüneburg in Grasleben ist das einzige aktive Steinsalzbergwerk in Niedersachsen. Seit mehr als einem Jahrhundert wird hier das weiße Gold abgebaut und noch vor Ort unter anderem zu Speise- oder Auftausalz verarbeitet. Ja. Danke. Mit der Seilfahrt nach Untertage beginnt für die Bergleute jeden Tag die Arbeit. Gut 43 Stundenkilometer ist der Förderkorb schnell. In weniger als einer Minute sind die Kumpel so in der Tiefe angekommen. Ja, das ist die Meldestelle auf der 490 Meter Sohle. Jeder Mitarbeiter, der vor Ort kommt, hängt an seine Karte die Marke, damit wir einen Überblick haben, wer in der Grube ist. Gerade für den Fall einer Havarie ist das besonders wichtig. Die Salzlagerstätte ist 40 Kilometer lang. Der Abbau findet vor allem im südlichen Teil statt. 180 Kilometer Wege gibt es unter Tage. Die meisten ohne Beleuchtung oder Beschilderung zur Orientierung. Ja, das ist langjährige Erfahrung. Viele der Strecken habe ich selber mit aufgefahren und selber geplant. Und dann bringen es einfach die Jahre, die man hier ist. Vor gut 250 Millionen Jahren waren Teile Europas vom Zechsteinmeer bedeckt. Durch Verdunstungsprozesse kristallisierte das Salz aus dem Meerwasser aus und es entstanden die Schichten, aus denen heute unter anderem das Steinsalz gewonnen wird. Mit einem Kochsalzanteil von teilweise 99,8% ist die Lagerstätte unter Grasleben eine der reinsten in ganz Europa. Neue Abbaugebiete suchen die Bergleute mit Probebohrungen. Wenn wir diese Bereiche lokalisiert haben, dann fahren wir dort Strecken hin und aus diesen Strecken erkunden wir weiter, suchen uns die entsprechenden Begrenzungen des Lagers und dann entwickeln wir aus der Strecke Abbaukammern, so wie wir sie hier sehen. Eine Strecke ist ein tunnelartiger Grubenbau, der dann zum Beispiel als Weg oder eben zum Abbau genutzt wird. Das Salz wird aus dem Berg gesprengt. Christian Schmidt erstellt mithilfe des sogenannten Streckenbohrwagens 7 Meter tiefe Löcher, in die später der Sprengstoff gefüllt wird. Wenn ich die Abstände zum Beispiel zu groß mache, dann kann es sein, dass es buckst und dass es nichts passiert. Dass wir nachher überall nur große Löcher haben. Und deswegen hier haben wir Abstand von 90 cm zwischen den Löchern und das kommt gut raus, das Salz. 36 Löcher werden für eine Sprengung benötigt. An einer anderen Stelle laufen bereits die Vorbereitungen für das auch Schießen genannte Sprengen. Mit einem Schlauch werden der Sprengstoff und das Zündkabel eingefüllt. Der Sprengstoff als solches ist relativ ungefährlich, solange wie er pfleglich und vernünftig behandelt wird. Die Gefahr kommt erst dann, wenn alle raus sind und wir hier nichts mehr zu suchen haben. Ein elektrischer Impuls löst dann die Sprengung aus. Die Zündkabel sind magnetisch und können im Anschluss einfach aussortiert werden. So bleiben im Salz keine Rückstände, die das Produkt verunreinigen könnten. Glück auf Wim. Glück auf Thomas. Unter Tage ist der jeweilige schichtführende Steiger für den reibungslosen Produktionsablauf verantwortlich. Thomas Krone kontrolliert zudem zweimal pro Schicht, ob bei seinem Team alles in Ordnung ist. Man ist hier 8 Stunden zusammen. Das ist schon mehr als eine normale Kollegschaft, sage ich mal. Das ist schon wie eine kleine Familie. Dieses Kumpel, daher kommt das. Ne? Und hier ist eigentlich immer schön, wenn man damit zurechtkommt. Das ist nicht für jeden was, definitiv. Aber im Großen und Ganzen ist das schon hier eine Welt für sich, die man entweder liebt oder hasst. Ja. Wenn bei der Sprengung alles nach Plan verläuft, dann sieht das in etwa so aus. Bis zu 2000 Tonnen Salz werden auf diese Weise freigelegt. Die Bergleute arbeiten sich zuerst horizontal tiefer in das Gebirge vor. Wenn dann noch die Zwischendecken gesprengt werden, entstehen riesige Abbaukammern. Hier, wo ich hinleuchte, ist dann die Fürste der mittleren Talsohle. Und dort drüber befindet sich eine weitere Talsohle, sodass diese Abbaukammer, wenn sie denn fertig ist, eine Höhe hat von ca. 42 Meter. Aktuell haben wir hier 25 Meter Höhe. Gut 100 Meter lang kann eine Abbaukammer auf diese Weise werden. Beim Laden wird jetzt das Salz von der Abbaustelle für den Transport nach Übertage vorbereitet. Dieser Radlader kann bis zu 25 Tonnen Gestein auf einmal aufnehmen. Steuert sich super leicht. Ist ja auch kein Lenkrad versehen, nur wie ihr sehen könnt. Ist ja zwecks mit einem Joystick, also lässt sich super fahren.
Während das Salz in einem unterirdischen Brechwerk zerkleinert wird, muss noch die Sprengstelle abgesichert werden. In der Fachsprache heißt das berauben. Dabei wird loses Gestein von der Decke gekratzt, damit es nicht zur tödlichen Gefahr für die Bergleute werden kann. Wenn da dolle Kanten drin sind, dann bleibt der Stachel halt auch wirklich manchmal da stehen an dieser Stelle. Und das ist wie, als wenn man irgendwo gegen eine Wand fährt. Das merkt man doch schon im ganzen Körper, ne? Obwohl die Maschine schon ganz gut abgefedert ist, aber man merkt es halt doch schon. Also der Berg ist doch schon wesentlich stärker. Das zerkleinerte Salz gelangt über eine Bandanlage und den Förderkorb in die Produktion über Tage. Je nach Saison wird Auftau-, Speise- und Futtermittel oder Industriesalz hergestellt. Die wichtigsten Arbeitsschritte sind eigentlich das Sieben, die einzelnen Kornfraktionen abzusieben und eventuell gröbere Körnungen auch noch in feinere Körnungen zu verwandeln. Das machen wir über Walzenstühle. Dort können wir im Körnungsbunker gelagerte grobe Materialien über die Walzenstühle schicken. Mit Hilfe von Mahlwalzen werden dann noch feinere Körnungen hergestellt. Mithilfe einer optischen Sortierung werden zudem mögliche Fremdpartikel aussortiert und nach Kundenwunsch noch Hilfsstoffe hinzugefügt, damit beispielsweise das Produkt auch nach langer Lagerungszeit nicht zusammenklumpt. Generell sind zum Beispiel Speise und das ATS genannte Auftausalz aber sehr ähnlich. Speisesalz muss im Grunde genommen zu 99,0% Minimum aus Natriumchlorid bestehen. Und beim ATS, das kann ich auch ausliefern, wenn nur zu 98,5%. Also ein halbes Prozent drunter liegt. Vor Ort werden auch Lecksteine für Tiere produziert. Ein Ende der Salzförderung ist aktuell noch nicht in Sicht. Und so landet auch in Zukunft das Naturprodukt in seiner Reinform auf der Straße oder dem Teller. Das Werk Siegmundshall in Wunstorf-Bokolo. 114 Jahre lang wurde hier Kalisalz gefördert und unter anderem zu Düngemitteln verarbeitet. Seit Ende 2018 ist damit Schluss. Jetzt wird das Bergwerk zurückgebaut. Wassermarsch in Siegmundshall. Seit September läuft die Flutung der gut 1400 Meter tiefen Grube. Maximal 6 Züge pro Tag bringen vor allem Produktionswässer aus dem Werk Werra an der Grenze von Hessen zu Thüringen. Das sind Wässer, die bei der Aufbereitung der Kalisalze entstehen. Und die sind also mit Salz, ganz viel Natriumchlorid gesättigt und bleiben bei dem Produktionsprozess übrig. Sie müssen entweder entsorgt werden oder können über den Weg der Schiene hier zu uns transportiert werden, um hier bei uns die Grube damit zu fluten. So wird auch der Einsatz von normalem Wasser, zum Beispiel aus Flüssen, bei der gesetzlich vorgeschriebenen Flutung deutlich reduziert. Die Flutung des Grubengebäudes dient ja dazu, dass wir dem Gebirgsdruck entgegenwirken. Der Gebirgsdruck sorgt dafür, dass in einem sehr langen Zeitraum die bergmännisch erstellten Hohlräume im Salzbergbau ganz langsam wieder verschlossen werden. Und die Flutung wirkt diesem Effekt entgegen und sorgt dafür, dass wir durch den hydraulischen Gegendruck dieses Ganze deutlich verlangsamen und dadurch eben auch die Auswirkungen auf die Tagesoberfläche minimieren. Über Rohrleitungen geht es für das Wasser jetzt zum Einsatzort Untertage. Bis vor einigen Jahren wurden hier bei teilweise 40 Grad Salze mit vielen Kaliumverbindungen, kurz Kali, abgebaut und dann weiterverarbeitet. In etwa 20 Jahren soll das Bergwerk komplett geflutet sein. Parallel dazu muss alles, was nicht mehr benötigt wird, wieder aus dem Berg raus. Diese Bandanlage war insgesamt 35 Kilometer lang. Damit wurde das Rohsalz von der Abbaustelle bis zum Förderkorb transportiert. Teile der Anlage kommen in anderen Werken zum Einsatz oder werden verkauft. Meine Aufgabe ist es, auf den Baustellen, zum Beispiel wie hier, die Recks abzunehmen. Und dann wird das nach 940 alles gebracht. Und da wird es dann transportbereit für den Schacht gemacht. Auf der 940 Meter Sohle sind die Arbeitsbedingungen besser als an den tiefer gelegenen Stellen des Bergwerks. Über einen der insgesamt 3 Schächte wird das Material dann gesammelt nach Übertage gebracht. Wir können da 10 Tonnen im Stück an Haken hängen. Das Ganze darf 2,60 Meter breit sein und maximal 1,60 Meter hoch.
Dementsprechend werden unter Tage die Sachen zerlegt, möglichst geschraubt. Wenn das nicht möglich ist, müssen wir auch zum Teil brennschneiden. Während der Rückbau schon läuft, müssen die Bergleute noch die letzten Abbaukammern versetzen, also mit Gestein füllen, um die Einsturzgefahr zu reduzieren. Spätestens Ende 2023 soll es dann für viele Kumpel zum letzten Mal Glück auf heißen. Da kann ich Ihnen sagen, das ist die schwierigste Aufgabe in diesem Job. Die technischen Probleme sind das eine. Mit den Menschen umzugehen, eine Motivation aufrechtzuhalten, ohne eine klare Zukunft geben zu können, ist eine besondere Herausforderung und bringt einen selber ab und zu an die Grenzen. Aber selbst nach Ende der bergmännischen Arbeiten wird die Grube nicht komplett verlassen sein. Bis das Wasser in etwa 10 Jahren die Werkstatt erreicht, soll sie anderweitig genutzt werden. Wir wollen unsere Vergangenheit für die Innovationen von morgen benutzen. Und hier eignet es sich, in diesem Bereich sieht man hier auch die großen Räume, das Raumklima, was wir hier haben. So entsteht ein besonderer Kulturraum mit einer sehr reinen Luft, mit ein bisschen erhöhten CO2-Wert. Und so ist es sehr, sehr gut, zum Beispiel für Pflanzenwachstum. Und so haben wir auch schon Versuche durchgeführt, Pflanzen anzuzüchten. Gemüsepflanzen wachsen hervorragend mit der entsprechenden Beleuchtung. Und wir können uns auch vorstellen, in die Fläche zu gehen. Auch über Tage sollen möglichst viele Räumlichkeiten erhalten bleiben. In einem ehemaligen Ersatzteillager hat zum Beispiel ein Technologie-Startup ein Forschungslabor für die Garnelenzucht eingerichtet. Beim Kaliabbau fällt oft auch viel Rohsalz an, das aus Qualitätsgründen nicht zu Speise- oder Auftausalz weiterverarbeitet wird. So entstehen die typischen Halden. Naturschützer sehen darin eine Gefahr für die Umwelt. Der Regen wäscht das Salz, ist ja logischerweise ist löslich, wäscht es herunter, es wird dann, das Wasser wird aufgefangen und eingeleitet, aber viel Salz landet auch im Grundwasser. Und das ist hier bei uns in Gießen so, das ist eigentlich bei allen Althalden der Fall. Die Flutung der Bergwerke mit salzhaltigen Wässern löse zudem nur das Entsorgungsproblem der anderen Standorte. Die Halden müssen wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Es werden ja nur die eigentlichen Abbauhohlräume versetzt, aber es sind noch jede Menge anderen Hohlräume in den Bergwerken vorhanden, die also auch mit Salz gefüllt werden könnten. Und dann wäre das Bergwerk auch richtig sicher sozusagen verwahrt. Das wäre nicht nur unwirtschaftlich, sondern auch sehr aufwendig, sagt das Unternehmen K+S, das mehrere Kali- und Salzbergwerke in Deutschland betreibt. Dieses Material ist hier mittlerweile sehr hart. Also sprengen und berauben wieder von so einer Halde und auch eine Staub- und Lärmentwicklung. Ich glaube, das wäre für die gesamte Natur weniger zuträglich als das, was wir jetzt gerade hier machen. Denn das Unternehmen lässt buchstäblich Gras über die Sache wachsen. Zuerst wird die Halde mit vor Ort produziertem Recyclingmaterial aus der Aluminiumproduktion abgedeckt. Das in der Rekal-Anlage hergestellte Substrat besteht überwiegend aus Tonerde, Silikaten und Salz. Der Rückstand aus der Rekal-Anlage beträgt 70% des gesamten Abdeckmaterials und die anderen 30% sind ein Stabilisat, die dann auch bei diesen doch relativ steilen Hanglagen dann auch für die Standfestigkeit gewährleisten. Später wird die Halde begrünt und dann weitestgehend sich selbst überlassen. Die Pflanzen sollen das Regenwasser auffangen und so der Versalzung des Bodens entgegenwirken. Ich sag mal, so ein natürliches Biotop haben sie in der ganzen Umgebung nicht oft. Ne, sowohl von der Pflanzenart her, aber auch wir haben diverse Tiere von Füchse über Marder. Wir haben sogar eine kleine Repopulation von 9 Tieren hier, die schon seit zwei Jahren hier leben. Ja, und ich sage jetzt mal, die Tiere wären ja nicht hier, wenn es denen hier nicht gefallen würde. In 15 bis 20 Jahren soll die Halde Siegmundshall fertig begrünt sein. Auch andere Salzberge könnten irgendwann so aussehen. Aber gerade die Abdeckung mit möglicherweise belastetem Material oder Bauschutt wird von Naturschützern und Anwohnern mancherorts kritisch gesehen. Was und wie viel vom Bergbau in Niedersachsen also der Nachwelt erhalten bleibt und was wieder verschwindet, ist noch offen. Bad Salzdetfurt im Landkreis Hildesheim. Früher wurde hier vor allem Kalisalz für die Düngemittelproduktion gewonnen. Seit mittlerweile 30 Jahren stehen die Förderräder still. Der Bergbau ist aber immer noch präsent. Im Kurpark der Kleinstadt sind sie kaum zu übersehen, die beiden Gradierwerke. Die mehr als 260 Jahre alten Konstruktionen aus Holz und Schledornhecken sollen gut für die Gesundheit sein.
die Gäste, die hier den Kurpark besuchen, die können sich hier hinsetzen und genießen eben hier die salzhaltige Luft. Die brauchen nicht zur Nordsee fahren, die haben das also gleich hier. Also es ist nur Freiluftinhalation für Kurzwecke, sage ich mal. Das Salz stammt aus unterirdischen Lagerstätten und gelangt mit Grundwasser nach oben. Um den Rohstoff nutzbar zu machen, wurde die sogenannte Sohle damals aufwendig veredelt. Die Salzettfurter Sohle hat ein Salzgehalt von etwa 8%. Und der Sättigungsgrad, also der Punkt, wo sich dann Salz ausscheidet aus der Sohle, liegt so bei 27-28%. Und dieser ganze Bereich von 8% bis 27% wurde früher mit Holz geheizt, also wurde die Pfanne geheizt, damit das Wasser verdunstet. Das ging natürlich Holzverbrauch sehr hoch. Die Idee der Gradierwerke, die Sohle wird mehrmals über die Zweige geleitet und allein durch Wind, Luft und Sonnenwärme verdunstet das Wasser. Schon der Name von Bad Salzdetfurt weist auf die Bedeutung des weißen Goldes in der Vergangenheit hin. Einer Sage nach fand ein Ritter auf der Suche nach Wasser eine Sohlequelle und erkannte die große Bedeutung. Ab 1900 beginnt dann die industrielle Kalisalzförderung und bringt Bad Salzdetfurt unter anderem den Anschluss an das Eisenbahnnetz. Elektrisch Licht wurde dann als Folge vom Kaliwerk hier gebaut. Kaliwerk hat hier ein Kraftwerk, hat also auch hier den Strom geliefert. Und dann wurde natürlich der Wohnungsbau, es wurden Wohnungen gebaut für die Bergleute, für die Angestellten und auch für die Bergleute. Das hat also für die Stadt schon viel gebracht und dann vor allen Dingen auch viele Steuereinnahmen, ne? Über die Jahre dann. Ne? Das Werk gilt zeitweise sogar als das leistungsstärkste in ganz Deutschland. 1992 wird die Förderung eingestellt. Viele Gebäude sind aber noch erhalten und werden heute anderweitig genutzt. An die Zeit Untertage erinnert unter anderem ein neu eingerichtetes Museum. In der Frühschicht war allgemein um 6 Uhr Seilfahrt, das heißt einfahren. Dann kommt es darauf an, wie warm es vor Ort war, hatten wir Arbeitszeiten. Von 6 bis 6,5 Stunden, je nach Temperatur. Kameradschaftlich war das ein ganz anderer Zusammenhalt, als wenn man Übertage arbeitet. Ich habe ja mal Übertage gelernt. 30 Jahre lang arbeitet Krause im Bergbau. Zuerst in Bad Salzdetfurt und später auch in anderen Werken in Niedersachsen. Angefangen habe ich als Laderfahrer, dann als Großlochbohrwagenfahrer, dann eine Schießhauerausbildung gemacht und dann auf dem Sprengelochbohrwagen. Dann hatte ich auch das Glück, dass ich ein bisschen aufsteigen konnte, dass man mich zum Aufseher gemacht hat. Immer neue Herausforderungen und das ist das, was gereizt hat. Die Gemeinschaft mit anderen Kumpel bleibt über Bergmannsvereine bestehen. Am 4. Dezember findet alljährlich das Barbara-Fest statt, das auf die Schutzpatronen der Bergleute zurückgeht. Beim Ledersprung werden dann Kameraden hervorgehoben, die im zurückliegenden Jahr etwas Besonderes geleistet haben oder ins Fettnäpfchen getreten sind. Danach muss jeder Kandidat, über den die Barbara berichtet hat, übers Leder springen. Das ist also ein sogenanntes Arschleder. Das wird von zwei Kameraden gehalten auf diese Höhe. Und da muss dann der Kandidat rüberspringen und durch eine sogenannte Gasse laufen. Da stehen wiederum Kameraden mit einem Knüppel. Und wenn der Springer durch die Gasse läuft, dann kriegt er von jedem einen Schlag mit dem Knüppel auf den Allerwertesten. Mit etwa 280 Mitgliedern ist der Bergmannsverein Glückauf der größte in Niedersachsen. Dazu gehören auch eine Damengruppe und der Spielmannszug. Es ist einfach so, wenn man in dem Verein bei uns rumguckt, die meisten haben die Väter auf dem Kaliwerk gearbeitet. Die Kinder sind früh an den Bergmannsverein oder an den Spielmannszug rangetreten worden. Und so versucht man jetzt, ich versuche das meiner Tochter auch beizubringen, die ist auch schon im Bergmannsverein drin, leider noch nicht im Spielmannszug. Aber man versucht es einfach so weiterzugeben, dass die Tradition weiter aufrechterhalten wird. Neue Mitglieder sollen zum Beispiel über den Spielmannszug geworben werden. Campingwochenende machen wir, Kanutouren, Zeltwochenende oder eine Fahrradrallye, um die Jugend zu engagieren oder zu fördern und zu sagen, ey, da gibt es einen Spielmannszug, macht einfach mal mit. Weil es ist heutzutage schwer, Leute oder Kinder zu finden, die überhaupt noch Musik machen wollen. Denn gerade die Musik bringt die aktuell 28 Spielleute jede Woche zusammen.
weil wir tolle Lieder so spielen und weil mein Vater, der hat hier auch mal drin gespielt in Bergmannsverein und meine Oma auch. Meine Eltern waren beide aktiv im Bergmannsverein und ich war so und musste zu allen Festen mitfahren. Und irgendwann habe ich gesagt, das will ich jetzt auch machen. Und das mache ich jetzt seit 48 Jahren. Wir verstehen uns alle sehr gut. Wir haben alle immer miteinander viel Spaß, egal ob es jetzt in Köln ist oder bei irgendwelchen anderen Auftritten. Es macht einfach Spaß mit den Leuten. Und wenn es schon einen Spielmannszug in einem Bergmannsverein gibt, dann darf ein Stück auf keinen Fall fehlen. Das Steigerlied gilt als die Hymne der Bergleute und ist auch heute noch ein echter Ohrwurm. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.